Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr 2022, Gottes reichen Segen, die Ströme der Gnade für diese sehr herausfordernde Zeit. Ich wünsche Ihnen einen starken Glauben und Standfestigkeit in dieser Zeit und dass der Herr Sie mit allem ausstattet, was Sie brauchen, um auch im neuen Jahr Ihr Christsein zu leben. Sie denken sich jetzt wahrscheinlich auch, warum wünscht sie uns schon ein frohes neues Jahr, wenn sie das Ganze eben an Silvester hochlädt. Ich mache das natürlich schon, damit Sie das vorab schon sich anschauen können und sich einfach vorbereiten können auf das morgige Hochfest. Und deshalb, aber die meisten werden sich das vielleicht schon am Samstag anschauen, vielleicht sogar erst am Sonntag nachschauen und dann ist ja schon 2022. Also es gibt heute wieder eine Auslegung, aber nicht zum Sonntag, zum zweiten Sonntag nach Weihnachten, sondern zum Hochfest der Gottesmutter Maria. Hochfest, das heißt, es gilt die Sonntagspflicht und es ist einfach generell ein sehr, sehr großes, bedeutsames Hochfest, das wir feiern. Das werden wir auch wieder an den wunderbar interessanten Lesungen merken. Und ich würde sagen, starten wir und bleiben Sie gerne dran. Vorab wie immer würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Abonnieren Sie mich auch gerne kostenlos. Wenn Sie auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Ich sitze hier mit meiner wunderbaren Krippe im Hintergrund, die mein Schwiegervater geschnitzt hat. Und das ist auch ein wichtiges Stichwort. Wir befinden uns immer noch in der Weihnachtszeit und dementsprechend sind auch die Lesungen gehen die Lesungen natürlich in diese Richtung, vor allem dann das Evangelium aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Aber als erstes hören wir aus dem Buch Numeri die erste Lesung. Der Herr sprach zu Mose: Sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Und immer wieder habe ich die konkrete Erfahrung gemacht, dass es stimmt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wirklich alles. Und das passt natürlich gerade jetzt zum neuen Jahr wunderbar, denn das ist das Allerwichtigste, was wir erbitten müssen am Anfang eines Jahres, den Segen Gottes. Es ist nicht einfach so dahergesagt, etwas Banales, sondern ohne Gottes Segen kommen wir nicht weit. Wenn er uns nicht mit seinem Segen beschenkt, wird uns nichts gelingen. Egal, was wir anfangen, es wird uns nicht gelingen. Wir werden immer das Gefühl haben, dass wir mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Segen haben. Wie können wir Erfolg auf der Arbeit haben, wenn wir gar keine Arbeitsstelle haben? Die Arbeitsstelle, die besorgen wir uns nicht selbst. Also natürlich können wir alles tun, was in unserer Macht steht, uns von der besten Seite zeigen bei einem Vorstellungsgespräch und so weiter. Aber letztendlich haben wir nicht in der Hand, ob wir einen Job bekommen oder nicht. Und dass wir uns überhaupt bewerben können, das haben wir dem zu verdanken, dass wir eine Ausbildung haben. Und die haben wir uns ja auch irgendwie nicht aus eigener Kraft, nicht nur aus eigener Kraft besorgt. Und dass wir überhaupt irgendetwas machen können, weil wir eine Gesundheit haben, das haben wir alles Gott zu verdanken. Denn wir haben das letztendlich nicht in der Hand. Klar können wir von uns aus alles tun, einen gesunden Lebensstil führen. Aber auch die, die einen ganz gesunden Lebensstil führen, fit sind, können erkranken. Und da merken wir, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Der unser Leben in der Hand hat, ist Gott. Und das, was wir nicht kontrollieren können, das ist genau letztendlich Gott, der uns in seiner Hand hält und dem wir das deshalb übergeben müssen. Und deshalb, wir wissen nicht, was uns alles erwartet in diesem neuen Jahr. Und gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit erfüllt es uns vielleicht eher mit Unmut und mit Beunruhigung, wenn wir daran denken, was vielleicht noch alles auf uns zukommt. Und umso mehr ist es also wichtig, Gott um seinen Segen zu bitten, dass er uns durchführt, auch jetzt durch dieses neue Jahr. Und das, was wir jetzt gehört haben aus dem Buch Numeri, ist der sogenannte aaronitische Segen. Es ist kein gewöhnlicher Segen, sondern es ist ein besonderer Segen. Und warum? Weil Gott selbst diesen Segen Mose beibringt. Und warum soll das überhaupt ein Segen sein, der von Aaron gespendet wird? Es ist ein priesterlicher Segen. Aaron ist ein von Gott auserwählter Priester und von ihm ausgehend
von seinem Geschlecht ausgehend wird das Priestertum des Alten Bundes hervorgehen. Also seine Nachkommen werden dann das übernehmen und so weiter und so fort. Also sein Geschlecht ist es, von dem eben dieser besondere Segen ausgehen soll. Und natürlich ist das Priestertum, das wir haben, das ein anderes Priestertum, das nicht vom aaronitischen Priestertum abstammt. Es ist ein Priestertum des Neuen Bundes. Und das ist ja auch wiederum so, dass wir sagen, es gibt nur einen wahren hohen Priester und das ist Christus. Und die Priester, die wir haben, tun alles, was sie tun, ja nicht von sich her, sondern von Christus her, der durch sie wirkt. Und deshalb werden sie auch nicht Kohen bzw. Hieros genannt, sondern Presbyteros. Und doch ist es eine Verbindung. Doch ist es so, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Priester, die wir haben, auch einen ganz besonderen Segen spenden. Und erst vorhin habe ich auf Facebook gescrollt und da eben einen bestimmten Priester gesehen, mit dem ich auch dort befreundet bin, der immer wieder seinen priesterlichen Segen den Menschen also auch anbietet. Immer wieder schreibt er dann so Einträge, ich segne euch. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist es eben. Die Priester auch des Neuen Bundes müssen sich bewusst sein, welche Kraft dieser Segen hat und dass das nicht einfach ist, etwas ist, das sie zurückhalten dürfen, weil nicht sie die Menschen segnen, sondern Christus die Menschen segnet. Und welche Verantwortung sie eigentlich haben. Eigentlich, wenn man diesen Wert des Segens einmal verstehen würde, würde man als Geistlicher nur noch durch die Gegend laufen und die ganze Zeit die Menschen segnen. Also ne, das müsste man eigentlich tun, wenn man das einfach einmal verstanden hat, wie wichtig der priesterliche Segen ist. Also, das ist auch dann ein wichtiger Segen, weil er nämlich von Gott selbst ausgeht. Das ist sogar noch mehr, weil bei Aaron ist es so, dass der Segen von Aaron selbst her gesegnet wird. Hier ist es Christus selbst, Gott, der diesen Segen erteilt. Also ist es etwas, das auch sehr, sehr aktuell ist, was die Lesung jetzt anbelangt, selbst wenn die Priester des Neuen Bundes nicht von Aaron abstammen. Wir beginnen ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen und Prüfungen und Anfechtungen, wie gesagt, aber durch die Leiden hindurch wird uns ganz besonders viel Gnade auch geschenkt. Und Jesus sagt nicht umsonst, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts, also nicht nur wenig, er sagt nichts im Johannesevangelium. Und benutzt deshalb auch dieses Bild des Weinstocks im Weinberg des Vaters. Ne? Und er ist der Weinstock und wir sind die Reben an diesem Stock. Und wenn wir getrennt sind von der Pflanze, ne, von der Ranke, dann verdorren wir, dann sterben wir ab. Und deshalb müssen wir mit Christus immer verbunden sein. Und deshalb erbitten wir den Segen. Das ist unser Ausdruck, dieses, dass wir in seiner Liebe sein wollen. Und wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, sagt Jesus. Und auch wenn das so ist, das, was ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich es vor allem wichtig ist, als geweihter Amtsträger den Segen, der eben direkt von Christus kommt, den Menschen zu spenden, können natürlich alle Menschen, andere Menschen segnen, ihnen Gutes wünschen von Gott her, auch wenn Gott nicht direkt durch sie in persona Christi das also tut. Ne? So ist es dennoch, dass wir Menschen von Gott her Gutes wünschen können und das auch tun müssen, besonders natürlich die Eltern, die besondere Sorge tragen für ihre Kinder, aber im Grunde jeden Menschen segnen können. Und das ist die größte Waffe gegen den Fluch. Wenn Menschen uns Böses wollen, dann sollen wir sie segnen. Jesus sagt, segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch hassen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und der Segen ist immer stärker als der Fluch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle Menschen segnen, besonders die, die uns nicht Gutes wollen, sondern die uns böse gesinnt sind. Also wichtig ist, dass wir alle Menschen segnen. Denn wenn wir Menschen segnen, dann kommt der Segen Gottes auf uns zurück. Wenn wir aber Rachegefühle haben, wenn wir Hass gegen einen Menschen empfinden, dann wird das auf uns zurückfallen. Also es ist wichtig, dass wir segnen. Gehen wir jetzt mal diesen aaronitischen Segen im Einzelnen noch kurz durch. Gott soll uns segnen und behüten. Beide Verben stehen im Hebräischen in der Zukunftsform. Der Herr wird euch segnen und wird euch behüten. Also der Herr wird dich segnen und dich behüten, heißt es eigentlich, wenn wir das grammatikalisch einmal hier genau anschauen. Beziehungsweise es ist grammatikalisch so, dass es
eine Form gibt für beides, für Gegenwart und Zukunft, die sogenannte PK-Form. Und deshalb kann man das hier in beiderlei Hinsicht betrachten. Also er wird uns auch in diesem Jahr segnen und behüten im Sinne von beschützen, vor allem Bösen. Vor allem geht es natürlich um geistige Anfechtungen, aber auch um reale, sichtbare Gefahren. Reale, sichtbare Gefahren. Aber was der Herr vor allem tut, ist nicht unser biologisches Leben zu retten, sondern unser ewiges Leben. Wir sehen das, dass gerade die Christen sehr viele Nachteile erleiden müssen, dass die Christen ihr Leben lassen müssen für ihren Glauben. Also das ist es nicht, was mit Beschützen gemeint ist, sondern das ewige, das eigentliche Leben, wie wir als Christen das betrachten. Gott wird sein Angesicht über uns leuchten lassen, also das ist auch alles weiterhin in Zukunftsform bzw. Gegenwartsform. Das ist einerseits bildlich zu verstehen, also Gott ist Geist, er hat kein Angesicht, ne? Also kein Gesicht. Damit ist gemeint seine Gegenwart, dass seine Gegenwart uns über uns leuchtet, dass er bei uns sein wird. Er wird auch jetzt wieder sein Versprechen einhalten, dass er der Immanuel ist, der Gott mit uns, der Name, der Gottesname, der schon aus dem Dornbusch erklungen ist, dass er mit uns ist, dass er der Ich Bin ist und der Ich werde sein. Wiederum das Hebräische, die hebräische Grammatik, die beides zulässt, die Gegenwart und die Zukunft, immer auf die Zukunft geöffnet. Gott ist mit uns und er wird mit uns sein. Seine Gegenwart leuchtet. Und wenn wir das Ganze natürlich messianisch auch noch auslegen, dann ist es sogar wörtlich zu verstehen. Denn Gott bekommt mit Christus ein Angesicht. Wir können Gott in die Augen schauen. Wie überwältigend ist das? Gott ist bereit, ein Gesicht anzunehmen, damit wir ihn liebend anschauen können. Er hat Augen angenommen, damit wir uns in ihnen verlieren können und in seinem liebenden Blick gewandelt werden können. Er nimmt einen Mund an, um uns seine Worte nicht nur ins Herz hineinzugeben, sondern dass wir sie auch mit unseren biologischen Ohren hören können und berührt werden können von seinen Worten, geheilt werden können durch das eine Wort, durch das unsere Seele gesund wird, der bereit war, Hände und Füße anzunehmen, um uns wirklich zu berühren, dorthin zu gehen, wo wir sind. So barmherzig ist Gott. Er hat wirklich ein Angesicht angenommen, damit wir ihn sehen können. Aber das Ganze können wir natürlich auch noch weiterdenken, denn Christus ist natürlich jetzt beim Vater. Er ist heimgekehrt zum Vater und wird von dort aus wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten am Ende der Zeiten. Aber er ist auch weiterhin bei uns. Sein Angesicht leuchtet durch uns, durch die Eucharistie, der jetzt nicht mehr in der Gestalt des Menschen bei uns ist, aber genauso gegenwärtig ist in den eucharistischen Gaben, in der eucharistischen Gestalt. Und dann natürlich wird er sein Angesicht leuchten lassen über uns in der immerwährenden Gegenwart, im Himmelreich, wenn wir bei ihm sein dürfen und ganz unverhüllt ihn schauen dürfen. Und Gott wendet natürlich sein Angesicht zu durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Das sehen wir ja schon, dass das auch dem Volk Israel immer wieder geschenkt wird. Und besonders aber natürlich, wie gesagt, auf dem Höhepunkt der Heilsgeschichte mit seinem Sohn. Und das feiern wir ja besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Und dass er uns seinen Frieden geschenkt hat und seinen Frieden schenkt und auch in Zukunft schenkt, den wahren Shalom, dieses Heil, das nur Gott schenken kann, einen Frieden, der umfassend ist, der über das Politische hinausgeht, ein Frieden in unseren Herzen, eine Versöhntheit mit Gott und miteinander. Und dieser Frieden ist eschatologisch und ewig. Er wird uns in einer Fülle geschenkt am Ende der Zeiten, aber wir wünschen einander auch den Frieden jetzt schon. Das tun die Israeliten, sie sollen das tun durch den aaronitischen Segen, aber auch die Apostel sollen das tun. Wiederum jene, die Geweihte sind. Sie sollen gehen und den Menschen den Frieden wünschen. Sie sollen den Frieden wünschen. Das sagt Jesus, bevor er sie dann in die umliegenden Städte hinaus schickt. Also ein Frieden, der von Christus kommt. Und das dürfen wir natürlich auch dann auf Ostern beziehen. Denn am Ostertag kommt der Auferstandene zu seinen Aposteln und wünscht ihnen den Frieden, den österlichen Frieden, den wir einander wünschen, in jeder heiligen Messe. Also alles hängt miteinander zusammen. Und das ist ein Frieden, der beginnt in unseren Herzen, wie gesagt. Denn in erster Linie müssen wir Frieden schließen mit Gott. Deshalb heißt es im 2. Korintherbrief,
lasst euch mit Gott versöhnen. Und dann natürlich sodann mit unserem Nächsten. Die Priester des Volkes Israel sollen mit dem Segen Gottes Namen auf die Menschen legen. Und das tun unsere Priester bis heute, wenn auch sie immer wieder diesen aaronitischen Segen auf die Menschen herabrufen. Wir sind getauft auf den Namen Gottes, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist Singular, im Namen, nicht in den Namen, weil es ein Gott ist in drei Personen. Und mit jedem priesterlichen Segen wird dieser Name, der auf unsere Herzen geschrieben ist, bekräftigt. Wir werden daran erinnert, dass wir auf diesen Namen getauft sind. Also es ist ein umfassender Segen, den wir uns wünschen sollen, besonders eben die Priester auf uns herabrufen sollen am Anfang des Jahres. Kommen wir zum Psalm. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, deine Rettung unter allen Völkern. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest die Völker nach Recht und leitest die Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, Gott, danken sollen dir die Völker alle. Es segne uns Gott, fürchten sollen ihn alle Enden der Erde. Wir haben ja als erste Lesung den aaronitischen Segen gehört und was wir hier hören, das klingt sehr ähnlich. Sie merken das vielleicht und das ist sehr oft so oder darum geht es eigentlich bei den Psalmen, dass sie die fünf Bücher Mose reflektieren. Deshalb haben wir auch fünf Psalmengruppen analog zu den fünf Büchern Mose. Und was wir hier lesen ist also, oder was wir jetzt gebetet haben, muss man vielmehr sagen, das ist eine Reflexion dieses aaronitischen Segens. Viele Dinge werden hier also aufgegriffen und weitergeführt. Und dieser aaronitische Segen, wir merken das eben daran, dass das hier so reflektiert wird, hat eine große Bedeutung für die Israeliten. So ist auch so einschneidend, dass er eben verarbeitet wird. Der Vers 25 aus Numeri 6, also das, was wir oben schon gehört haben, wird hier jetzt sehr ähnlich wiederholt. Nämlich hier werden auch diese beiden Bestandteile aufgegriffen, gnädig sein und leuchten seines Angesichts. Das wird hier, ist wieder erkennbar. Es wird aber nicht nur wiederholt, sondern reflektiert, wie gesagt. Und deshalb merken wir hier dann schon eine Erweiterung, nämlich hier wird dann reflektiert, was der Zweck dieser Wünsche, dieser beiden Bestandteile ist. Und zwar sollen die Israeliten durch das Leuchten des Angesichts Gottes seinen Weg erkennen, das heißt seinen Willen. Reflexion ist im Alten Testament, aber auch dann im Neuen Testament, gerade durch die Briefliteratur, da wird sehr viel reflektiert, was in den Evangelien steht. Durch diese reflexive Texte in der Bibel wird immer wieder vor allem aus dem, was eben reflektiert wird, das Moralische herausgezogen. Also was hat das konkret für eine Bedeutung für unser Handeln? Welche Konsequenzen sollen wir daraus ziehen für unser Leben, für unser Verhalten? Und auch hier ist es also wichtig, Christus leuchtet uns nicht einfach nur, damit es schön hell ist, um es einfach mal ganz stumpf zu sagen. Oder er ist ja nicht einfach auf Erden gekommen, damit wir seine schönen Augen betrachten können. Er nimmt ein Angesicht an, um uns nochmal eindrücklicher zu offenbaren, zu zeigen, wie der Vater ist. Aber nicht, damit wir dann das bestaunen und klatschen und sagen, oh schön, und dann leben, wie wir wollen. Sondern, dass wir das natürlich auch in unser Leben hineintragen und dass es eben Konsequenzen dafür hat. Und das bedeutet, er zeigt uns, was sein Wille ist, damit wir diesen erfüllen. Wir müssen den Willen des Vaters erfüllen und nicht einfach nur sagen, ja, Herr oder Herr, Herr. Um noch eine andere Stelle hier heranzuziehen, in der Jesus das eben sagt, wie wichtig das Tun ist. Wir können nicht einfach sagen, wir glauben an Gott, wir müssen das auch durch unsere Taten eben beweisen. Also das Angesicht Gottes soll uns den Weg leuchten. Und Wege sind immer wieder ein Bild für diesen Lebenswandel des Menschen. Also hier wird das Ganze paranethisch fortgesetzt, also vom Verhalten her, zur Unterweisung im moralischen Verhalten. Und dann, wenn wir auf den nächsten Nebensatz schauen, deine Rettung unter allen Völkern. Und Rettung, da steckt das Wort Yashar drin. An der Stelle, wenn wir jetzt nochmal den Nebensatz genau lesen, Bechol Goyim Yeshuatecha. Bechol Goyim, Goyim sind die Nicht-Goyim.
jüdischen Völker, also gemeint sind die Heiden, und dann Yeshua Techa. Darin steckt der Name Jesu. Das ist, die Wurzel davon ist Yasha, genauso wie im Namen Jesu. Er ist die Rettung schlechthin. Und das wird bezogen auf die nichtjüdischen Völker. Also müssen wir so das weiterführen. Es geht nicht nur darum, dass das Volk Israel gerettet wird, sondern die ganze Welt. Jesus ist gekommen, um die ganze Menschheit zu erlösen. Wunderschön. Also müssen wir diesen ganzen Vers mit folgender Interpretation lesen. Lass dein Angesicht leuchten, damit wir den Messias erkennen, der die ganze Welt erlösen wird. Und im Anschluss erkennen wir wieder die positive Sicht auf das göttliche Gericht, wie sehr oft im Alten Testament oder auch im Neuen Testament generell in der Bibel ist Gericht etwas Erlösendes, etwas Positives. Und es steht hier, dass es ein göttliches Gericht sein wird, über das die Nationen sich freuen. Nationen, da denken wir jetzt bei der deutschen Übersetzung wiederum an die Heiden. Aber wenn wir dann ins Hebräische gucken, da steht Amim. Und Am ist immer das Wort für für das Volk Israel, also für die 12 Stämme Israels, die Amim. Die Stämme Israels können dann endlich aufatmen, weil wir müssen ja mal wieder bedenken, sie sind immer wieder in Fremdherrschaft, sie haben immer wieder eine Unterdrückungssituation, und deshalb freuen sie sich, wenn das Gericht Gottes kommt. Gemeint ist, die festhalten am Willen Gottes, die festhalten an diesem Bund, den sie mit Gott eingegangen sind und leiden müssen, also obwohl sie eben ihm treu sind, werden sich dann freuen und sie werden sich erlöst fühlen, weil der Herr kommt, um endlich Gerechtigkeit zu schaffen. Und der Psalm wird dann mit einem Segenswunsch abgeschlossen, der wiederum an den aaronitischen Segen natürlich anknüpft. Und wir merken hier auch wieder, dass Gottes Erlösungsplan über das Volk Israel hinausgeht. Und wir merken das schon im Alten Testament, dass das da auch schon deutlich wird. Wir merken das auch gerade in der prophetischen Literatur. Wir denken an Jesaja, da wird diese die globalen Ausmaße des Heils Gottes ganz besonders spürbar. Aber auch hier merken wir das eben in der Psalmenliteratur. Kommen wir zur zweiten Lesung. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Wir merken an dieser zweiten Lesung jetzt ein bisschen mehr, was eigentlich der Anlass dieses Festes ist, dieses Hochfestes. Es geht um Maria. Aber auch jetzt generell wiederum um den Heilsplan Gottes. Diese Lesung, die wir jetzt gehört haben, ist aus dem 4. Kapitel des Galaterbriefes. Und das lässt sich sehr schön anknüpfen an die bisherigen Lesungen, die wir gehört haben. Paulus schreibt an Heidenchristen, die durch judaisierende Missionare unter Druck gesetzt werden, sich beschneiden zu lassen und die Tora zu halten, obwohl sie bereits getauft sind. Also es gibt eben radikale Juden, christliche Gruppen, die sagen, es reicht nicht, dass man sich taufen lässt, man muss sich noch zusätzlich beschneiden lassen und die Tora halten. Also man relativiert, was Christus getan hat. Und das ist ja eben nicht gut. Und dass man sagt, Judenchristen sind die besseren Christen als die Heidenchristen, weil sie zusätzlich noch beschnitten sind, das stimmt einfach nicht. Und das versucht Paulus deshalb immer wieder durch Taufaussagen zu bestätigen, dass wir getauft sind, weil wir den Glauben angenommen haben, weil wir gläubig angenommen haben, was Christus für uns getan hat, nicht weil wir vorher beschnitten sind oder weil wir die Tora halten, sondern dass wir erlöst werden, hat nichts mit dem zu tun, was wir vorher quasi als Vorleistung erbracht haben. Wir können durch unser Halten der Tora uns nicht gerechter machen, aus eigener Kraft, versteht sich. Also die Frage ist bei Paulus im Galaterbrief, genauso wie im Römerbrief übrigens, nicht, ob wir überhaupt die Gebote Gottes halten sollen, denn natürlich soll man die Gebote weiterhin halten. Paulus bestreitet das keineswegs. Und gerade auch im Römerbrief, wo der Glaube, der Glaubensgehorsam immer wieder Thema ist, spricht er auch paranetisch, also macht paranetische Aussagen, dass also vor Unterweisungen, moralische Unterweisungen, wofür, wenn wir nur glauben müssen. Also so ist es nicht, sondern bei ihm geht es darum, was kommt zuerst.
Kommt zuerst die Erlösung und dann das Halten der Gebote oder kommt zuerst das Halten der Gebote, damit wir überhaupt erlöst werden? Weil das ist ja, was diese radikalen Gruppen versuchen, den Menschen ja, durchzusetzen, dass man quasi zuerst etwas tun muss und dann erlöst wird. Vielleicht mal so als Kontextualisierung, ich weiß, ich sage das immer wieder, aber an diesen Texten entfachen sich solche Diskussionen, gerade zwischen Katholiken und Protestanten, obwohl es überhaupt gar nicht um Katholiken und Protestanten geht, sondern es geht um Judenchristen und Heidenchristen. Von daher, ja, einfach vielleicht erstmal so eine Kontextualisierung. Und hier geht es jetzt also darum, das herauszustellen, dass Gott das an uns erwirkt, dass wir gerechtfertigt sind, nicht wir Menschen. Und die Argumentation des Paulus wird übrigens ersichtlich, wenn man vor allem anfängt, schon ein Kapitel vorher zu lesen. Da erklärt er nämlich, warum es das jüdische Gesetz überhaupt gibt und wie es im heilsgeschichtlichen Gesamtkontext zu bewerten ist. Er sagte, es wurde wegen der Übertretungen gegeben als Erzieher, das steht im Griechischen Pädagogos, ne, Pädagoge, als Vorbereitung der Unmündigen, das heißt der geistig noch Minderjährigen, auf das Mündigsein. Und dies fassen dann folgende Verse zusammen, Vers 23 und 24, beziehungsweise 23 bis 25. Ehe der Glaube kam, waren wir vom Gesetz behütet, verwahrt, bis der Glaube offenbar werden sollte. Welcher Glaube ist gemeint? Der Glaube an Jesus Christus. So ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus dem Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Das heißt natürlich nicht, dass die Juden keinen Glauben hatten, ne? Sondern es bedeutet, dass ihr Rettungsanker sozusagen ein anderer war, nämlich die Gesetzestreue. Und das ist ja nicht falsch. Das war das Höchste, was sie haben konnten. Sie hatten die Tora in Schriftrollenform oder ja, in Stein gemeißelt. Dann war ja natürlich die Bundeslade weg mit den Steintafeln, aber sie haben ja noch die 5 Bücher Mose und so weiter. Sie haben das ja alles aufgeschrieben. Das war ihr Rettungsanker. Sie hatten das Wort Gottes in schriftlicher Form. Aber dann, auf der Höhe der Zeit, ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, als Mensch, in Fleisch und Blut. Wir sind in der Heilsgeschichte also einen großen Schritt weitergekommen. Das Wort Gottes ist jetzt nicht mehr eine Schriftrolle, sondern Person. Und wenn es diese jetzt gibt, dann weiterhin zu sagen, das Wort Gottes ist eine Schriftrolle, ist ja irgendwie auch eine Beleidigung Christi. Also wir können nicht so tun, als wären wir noch nicht erlöst. Wir sind schon eine heilsgeschichtliche Etappe weiter. Nämlich die wichtigste, die entscheidende sind wir schon gegangen, als Getaufte. Gemeint ist, das ist ja immer an Christen geschrieben. Und wenn wir jetzt als Christen das Wort Gottes als Person vor uns haben, dann können wir nicht mehr einen Schritt zurückgehen und so tun, als wäre das noch nicht geschehen. Das ist absolut undankbar. Und damit relativieren wir, was Christus für uns getan hat. Und natürlich sollen wir weiterhin die Gebote halten. Nicht die Ritualgebote und all das menschliche Konstrukt, aber die Gebote Gottes, so wie Christus es vor allem ausgelegt hat, bei der Bergpredigt. Also von Christus her die Gebote halten. Aber nicht mehr aus eigener Kraft, damit wir uns nicht rühmen, sondern durch die Gnade Gottes, die uns ja geschenkt ist in der Taufe. Und was wir nun jetzt hier in Galater 4 hören, ist der Übergang. Der Übergang von dieser anderen heilsgeschichtlichen Etappe zu dieser entscheidenden heilsgeschichtlichen Etappe. Und wie gehen wir über von der einen zur anderen Etappe? Indem wir die Erlösung gläubig annehmen und uns taufen lassen. Und so werden wir dann zu Christen und dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Und wir können dann nicht mehr so leben wie vorher. Und dann eben meinen, dass wir aus eigener Kraft die Gebote Gottes halten und das quasi zusätzlich. Also wir sind vom Minderjährigen zum Volljährigen geworden, indem wir dieses Upgrade angenommen haben. Was ist besser? Das Wort Gottes in schriftlicher Form oder in Person? Natürlich in Person. Und deshalb ist es das höchste Upgrade, was man machen kann. Wir können uns nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann quasi wieder ganz am Anfang sein. Das ist irgendwie sehr töricht. Jesus hat diesen Schritt selbst vollzogen, damit wir diesen Schritt machen können. Welchen Schritt meine ich? Er ist den ganzen Weg der Menschheit gegangen. Er ist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde. Er hat alles durchlebt. Er hat vor allem alles durchlitten, was der Mensch durchleiden kann, damit wir von diesen Leiden erlöst werden.
Und es lesen wir hier in diesen Versen im Galaterbrief, in dem beschrieben wird, wie er in einen Stamm als Jude hineingeboren wurde. Denn es heißt ja, unter dem Gesetz. Also dem Gesetz unterstellt. Er ist als Jude in diese Welt hineingeboren und hat die Gebote gehalten. Er war ein gesetzestreuer Jude. Und er ist hineingeboren. Er ist nicht einfach in der Welt erschienen, er ist von einer Frau in diese Welt gekommen. Wie jeder Mensch also hineingeboren. Das haben wir an Weihnachten, das feiern wir an Weihnachten. Und er ist nicht einfach nur als irgendein Kind geboren worden, sondern als davidisches Kind aus dem Stamm Juda, aus dem Geschlechte Davids. Und ganz also auf der Linie der messianischen Verheißung. Er ist nicht aus dem Nichts plötzlich reingekommen, sondern geboren. Und es ist natürlich auch wichtig, dass Paulus das hier so betont. Warum? Er möchte dem Missverständnis entgegenwirken, dass er antijüdisch ist. Er ist selber Pharisäer. Er ist selbst ein absoluter gesetzestreuer Jude gewesen, der ganz mit den Schriften vertraut war. Und er hat nichts gegen das Judentum und nichts gegen die Tora. Im Gegenteil, er spricht von dem Gesetz sehr, sehr positiv. Er sagt sogar im Römerbrief, durch das, was Jesus getan hat, hat die Tora endlich wieder ihre positive Eigenschaft bekommen, die sie von Anfang an haben sollte. Sie ist nicht mehr Anwältin, die anklagt, Anklägerin, weil sie einem immer wieder vorhält, wo man eben hinter ihr zurückbleibt, also es nicht perfekt gehalten hat, sondern sie ist Zeugin. Sie ist Zeugin für den Heilsplan Gottes. Also er ist eigentlich sehr positiv eingestellt gegenüber Tora. Er sagt immer Gesetz, ne? Nomos. Sehr positiv gegenüber der Tora und dem Judentum. Ganz klar. Und er spricht immer wieder sehr, sehr positiv darüber, über seine Brüder und Schwestern, für die er alles tun würde, damit sie verstehen, dass sie den Messias annehmen und ne, dass sie eben diesen letzten Schritt tun. Das sagt er immer wieder, ne? So wichtig ist ihm das. Also er ist eigentlich sehr, sehr, sein Herz brennt für seine ehemaligen Glaubensgenossen. Ne? Jesus wurde beides, also Jude und Mensch, also Mensch von einer Frau geboren, also geboren und unter dem Gesetz unterstellt, um in die neue Schöpfung zu gehen. Um von der alten Schöpfung zur neuen Schöpfung überzugehen. Er kauft frei, die unter dem Gesetz stehen, also die Juden. Und damit ist nicht gemeint, dass er sie von den lästigen Verboten endlich befreit, sondern dass er sie loskauft, dass die Tora ihr Erlöser ist. Er kauft sie frei in der Hinsicht, dass sie das, was sie nie im Leben also wir müssen bedenken, mit jeder Sünde, was man sich an Schulden aufhäuft. Und dann auch das Schuldenpaket, das man bekommt vom Moment der Zeugung an, was wir Erbsünde nennen. Nicht mal 1000 Leben hier auf der Erde würden genügen, dass wir das irgendwie abbezahlen können. Wir haben so einen hohen Schuldenberg, der uns absolut überfordert. Wir können das aus menschlicher Kraft gar nicht. Und deshalb kauft er uns frei, dass diese Schuld nimmt er von uns. In dieser Hinsicht ist er der freikauft. Und nicht mehr ein geschriebenes Gesetz soll der Rettungsanker sein oder unser Rettungsring, sondern Christus. Christus ist unser Rettungsanker und nicht die 5 Bücher Mose. Der Glaube an ihn rettet und nicht der Gehorsam gegenüber Buchstaben. Diese Gegenüberstellung von Altem und Neuem Bund haben wir im Hebräerbrief. Wir haben auch im 2. Korintherbrief dieses Upgrade sehr gut beschrieben. Genau diese Gegenüberstellung. Jesus ist dabei nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Er sagt selber nicht, dass nicht mal das kleinste Jota soll verändert werden, sondern es soll so gehalten werden, wie er es eben ausgelegt hat und das Ganze eben nicht mehr aus eigener menschlicher Kraft, sondern mit Hilfe der Gnade Gottes. Hand in Hand. Jesus geht von einer Etappe in die andere über, um uns zu Erben zu machen. Die Taufe, die er gestiftet hat, werden wir zu Kindern Gottes. Wir sind nicht mehr Sklaven. Warum Sklaven? Weil man eben versklavt wird, bis man die Schuld bezahlt hat. Sondern wir sind zur Familie Gottes geworden. Oder wir gehören jetzt der Familie Gottes an. Und Kinder erben den Besitz des Vaters. Und deshalb sind wir auch Erben geworden.
Der Heilige Geist ist es, der nun uns eben durch Taufe und Firmung in unsere Herzen gegeben wird. Und das ist eine neue Schöpfung, zu der wir neu geboren sind. Und wenn wir jetzt eben keine Sklaven mehr sind, sondern Kinder, dann dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Wir dürfen Abba sagen. Wir dürfen ihn ganz persönlich ansprechen. Und das ist uns vielleicht ganz oft gar nicht so bewusst, aber das gibt es in keiner anderen Religion. Das dürfen wir nicht vergessen. Seien wir dankbar dafür, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Wir sind Erben Gottes, aber wie auch bei irdischen Erben ist es so, dass einem das Erbe auch wieder entzogen werden kann, wenn man sich nicht benimmt. Man kann auch aus dem Testament gestrichen werden. Deshalb sagt auch Paulus immer wieder in den ganzen Briefen, dass man die Gebote halten soll. Also wir haben immer wieder paranetische Aussagen, dass wir ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen sollen. Wir können uns nicht zurücklehnen, weil wir meinen, dass wir jetzt safe Kinder Gottes sind und dann das war's. So. Damit will man nicht die Taufe oder die Erlösung Jesu Christi relativieren. So darf man das nicht verstehen. Aber wir können uns auch aktiv abschneiden vom Weinstock. Wir gehören zwar schon jetzt zum Weinstock, ne? Wir sind die Reben an dem Weinstock Christi, aber wenn wir uns abschneiden von ihm, dann verdorren wir. Also es ist weiterhin, sonst würde Jesus nicht immer wieder das anmahnen. Also es ist schon so, dass man dieses Heil auch wieder verlieren kann. Wir sehen das auch in den johannäischen Schriften. Da wird ja sogar schon darüber diskutiert, also reflektiert, Entschuldigung. Wir hören jetzt die Tage in der wir haben in der Weihnachtsoktav auch immer wieder aus dem ersten Johannesbrief gehört. Da wird das schon reflektiert. Was machen wir mit denen, die getauft sind, aber sich dann doch sehr schwer versündigt haben? Also, das ist immer noch da. Und die Versuchung zum Bösen ist immer noch da. Wir neigen immer noch zum Bösen, auch als Getaufte. Und deshalb gibt es ja auch Glaubensabfall in den christlichen Gemeinden. Deshalb auch diese Anfechtungen, gegen die Paulus jetzt angehen muss. Im Galaterbrief zum Beispiel, das ist sehr, sehr polemisch. Deshalb auch, weil er da besonders angegriffen wird. Das Gesetz ist nur mit den Augen Christi zu betrachten und zu halten. Also fassen wir zusammen. Gott rettet, Jahwe rettet. Jesus bedeutet der Name, Jesu bedeutet Jahwe rettet. Jahwe rettet, Gott rettet, nicht der Buchstabe. Wenn wir also sagen als Christen, das Wort Gottes ist die Nummer eins in unserem Leben, dann meinen wir als Katholiken, oder dann dürfen wir als Katholiken nicht vergessen, ja, das Wort Gottes ist nicht ein Buch, das wir Bibel nennen, das ist es auch. Aber das Wort Gottes ist für uns, von dem, was wir jetzt auch bei Paulus gehört haben, eine Person. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und er ist unsere Nummer eins. Vieles davon ist uns über die Bibel überliefert, aber nicht alles. Johannes 21, nicht mal alle Bücher dieser Welt könnten alles, was Jesus gesagt und getan hat, fassen. Aber wir haben natürlich auch noch die mündliche Überlieferung. Und das alles ist eben, was uns von der göttlichen Offenbarung, von diesem Wort Gottes eben überliefert ist. Kommen wir jetzt zum Evangelium. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Ich habe ja vorhin schon bei der zweiten Lesung gesagt, dass diese schon sehr zu diesem eigentlichen Anlass des Festes, ne, des Hochfestes führt, weil da die Rede ist, dass Jesus geboren wurde von einer Frau. Und das ist wichtig, denn das Hochfest, das wir feiern, ist ja das Hochfest der Gottesmutter Maria. Sie ist Gottesgebärerin, Theotokos, das steckt dahinter. Und deshalb feiern wir auch dieses Hochfest. Wir gedenken dieses Titels für Maria, Theotokos, ein hart umkämpfter Titel für die Gottesmutter im 4. Jahrhundert. Dafür haben Menschen ihr Leben gelassen. Es gab Heresien, die gesagt haben, Maria ist nicht Gottesgebärerin, sie ist höchstens Christusgebärerin, weil sie kann ja nicht Gott, die Mutter von Gott sein. Gott ist ja vor ihr und Gott ist ja ewig und hat ja keinen Anfang. Also wie kann sie dann die Mutter Gottes sein? Das Problem ist bei unserem Begriff
Gottesmutter oder Gottesmutter, da denken wir sehr an dieses Genealogische, dass man eben, dass man als Mutter zuerst da ist und dann eben das Kind. Aber sie ist ja Gottesmutter in dem Sinne, dass sie, dass Jesus Gott ist. Also man muss zuerst eben von Christus ausgehen. Er ist ja wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist ja ungeteilt in seinem Fall. Er ist ja nicht irgendwie geteilt in seinen Naturen, sondern unvermischt und ungeteilt. So sagt es eben, dass diese Zwei-Naturen-Lehre, die wir, also die festgelegt wurde, auf dem Konzil von Chalcedon. Und wenn wir sagen, dass Jesus wahrer Gott ist, dann ist Maria als seine Mutter natürlich nicht nur Christusgebärerin, sondern Gottesgebärerin. Davon ausgehend müssen wir das verstehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, Gottes Mutter ist ein bisschen schwierig. Das Problem ist, Theotokos heißt ja, also Tokos heißt ja eigentlich wörtlich nicht Gottes Mutter, sondern Gottes Gebärerin. Maria ist Mutter in dem Sinne, also die Mutter Gottes in dem Sinne, dass sie Gott geboren hat. Und da sind wir dann wieder beim Galaterbrief, 4. Kapitel. Also sie hat Gott in die Welt hineingeboren. In der Hinsicht ist sie Mutter. Nicht, weil sie vor Gott schon existierte. Und so versteht man das dann auch richtig, ne? Deshalb finde ich es eigentlich ein bisschen schwierig, dass wir Gottes Mutter sagen mittlerweile und nicht Gottes Gebärerin. Der Begriff Gebärerin ist da natürlich ein bisschen präziser. Verstehen Sie? Also, sie hat den Herrn geboren und Gott, und weil Christus Gott ist, ist sie Gottes und nicht einfach nur Christus Gebärerin. Und man kann, man gebiert eine Person. Eine ganze Person, also einen ganzen Menschen und nicht eine Natur. Also sie kann nicht nur die menschliche Natur gebären und die göttliche Natur irgendwie nicht. Ne? Warum sage ich das alles so genau? Weil es eben um dieses Hochfest geht und weil es auch heutzutage viele christliche Gruppen gibt. Ich sage bewusst nicht Kirchen, weil das keine Kirchen sind, die eben das bestreiten. Es sind immer dieselben Häresien, die auch schon in der frühen Kirche gewütet haben, die auch jetzt heutzutage wieder aufkommen. Nur gibt es leider in anderen Denominationen kein Lehramt, das dann eben mit göttlicher Autorität eben unterscheidet, was ist von Gott und was ist eine Häresie. Und wenn es kein Kontrollorgan gibt, ja, dann kann so etwas natürlich auch frei grassieren. Ne? Also wir hören zu Anfang des Evangeliums noch einmal die Weihnachtsgeschichte, also diesen Teil mit den Hirten, die eben zur Grotte kommen. Es ist ja kein Stall, der irgendwie gebautes Haus ist, sondern wir wissen, dass dieser Stall eben eine Grotte war, die als natürliche Herberge für die Tiere ja da war. Ne? Und die heilige Familie ist da jetzt eben, das Kind ist geboren, in Windeln gewickelt, ganz so, wie es den Hirten auf den Feldern von Bethlehem schon durch die Engel angekündigt worden ist. Sie finden alles so, wie es eben vorgesehen war oder angekündigt worden war. Und sie sind die ersten Verkünder der frohen Botschaft. Nein, nicht die Weisen aus dem Morgenland, keine vornehmen Menschen, keine Pharisäer oder Sadduzäer oder sonstige der religiösen Elite sind die ersten, die den Messias mit eigenen Augen das Angesicht Gottes schauen dürfen und von diesem Angesicht Gottes erleuchtet werden, sondern es sind die Hirten, Randständige der Gesellschaft, die kultisch unrein sind, solange sie eben mit den Tieren, mit dem Kot der Tiere da in Verbindung kommen, in diese Grotte hineinkommen, die ja schmutzig ist, ne, weil da eben die Tiere ihren Kot hinterlassen und so weiter. Das ist kein Ort, der nach jüdischem Ritual geboten rein ist. Und doch sind sie eben da, wo die Reinheit in Person da ist. Jesus Christus und die Gottesmutter, die ihn geboren hat, die ganz reine, die ohne Sünde ist, ohne Makel der Erbsünde ist. Maria bewahrte alles in ihrem Herzen und das ist keine Floskel. Wir müssen immer bedenken, sie ist die erste Jüngerin Jesu und sie ist kontemplativ. Alles, was geschieht, bewahrt sie in ihrem Herzen und sie betrachtet das, ausgehend von der gesamten Heilsgeschichte. Wir dürfen das wirklich so verstehen. Sie ist eine fromme und schriftkundige Jüdin. Sie ist im Tempel aufgewachsen, das wissen wir von den außerbiblischen Schriften. Sie kennt die Schriften so gut wie gar nicht jeder andere Jude. Ne? Natürlich, jeder geht irgendwie in so eine Schule, lernt da die Tora und so weiter. Aber wenn man natürlich im Tempel aufwächst, ist man nochmal besonders vertraut mit den Schriften. Und sie betrachtet alles im Lichte der Tradition von den messianischen Verheißungen her und durchbetet das alles. Ne? Sie bewahrt das in ihrem Herzen. Da steht Syntereo,
das Verb syntereo, das heißt bewahren und bewachen. Und symbalo, erwägen im Herzen, da steht symbalo. Symbalo heißt wörtlich zusammenwerfen. Das ist dasselbe wie im Wort Symbol. Da steckt dieses Verb auch drin, symbalo. Also sie zählt eins und eins zusammen, heißt symbalo. Zusammenwerfen, das, was verheißen worden ist und das, was jetzt geschieht, das sich jetzt erfüllt. Sie findet diesen Zusammenhang. Das ist also überhaupt nicht einfach dahergesagt, dieser Vers. Sie erkennt die Symbolik verschiedener heilsgeschichtlicher Mosaiksteinchen, sage ich ja immer gerne. Sie fügt dieses immer mehr und mehr zu einem Mosaikbild zusammen. Und die Hirten haben nicht einfach nur verkündet, sondern durch dieses ganze Ereignis sind sie mit Freude und Glauben erfüllt worden. Ihr Leben wird sich danach verändert haben, von dem aus verändert haben. Und dann hören wir das, was im Galaterbrief Paulus reflektiert, nämlich, dass Jesus am achten Tag beschnitten wird, ganz also dem Gesetz unterstellt. Und deshalb wird das natürlich auch heute genannt, 8 Tage nach seiner Geburt. Ne? Deshalb heute am 1. Januar wird dieses Ereignis betrachtet. Ganz wie es jüdischer Brauch ist, wird Jesus beschnitten und erhält bei diesem Ritual seinen Namen. Und dieser Name wird durch den Vater ausgedrückt. Die Namensgebung des Vaters wiederum ist eine Geste dessen, dass man das Kind als seines annimmt. Und das ist also auch wichtig, dass, also für Josef, weil Josef eben die Aufgabe bekommt, dieses Kind als sein Kind anzunehmen vor dem Gesetz. Und im Lukas Evangelium wird es dann auch im 3. Kapitel deshalb heißen, dass er dem Gesetz nach der Vater Jesu ist, weil er ihn eben annimmt und ihm den Namen Jesus gibt, ganz gehorsam, wie es der Engel ihm vorgegeben hat. Jesus wird also zum Adoptivsohn in diesem Moment. Maria und Josef nennen das Kind so, wie Gott es wollte, Jahwe rettet. Und damit erfüllt sich das, was auch schon in Numeri gesagt wird. Dieser Segen wird dann nämlich auf die Menschen kommen. Der Segen, der jetzt in Person ist. Person Jesu Christi. Und damit ist auch natürlich das Lebensprogramm des Kindes schon ausgesagt. Jesus ist geboren, um zu retten. Er ist gekommen mit seinem ersten Kommen, um die Welt zu erlösen, zu retten. Er kommt, um den wahren Shalom zu bringen, das Heil, das von Gott kommt. Und er kommt als Friedensbringer. Er kommt, um im Leiden, im Tod und in der Auferstehung all das zu vollenden, was Gott begonnen hat mit der Heilsgeschichte. Und von da an werden wir durch die fleischgewordene Tora gerettet und nicht mehr durch die geschriebene Tora. Maria hat als fromme Jüdin alles gehorsam umgesetzt, was die Tora vorschreibt. Sie haben alles so getan, am 8. Tag, dann auch am 40. Tag und so weiter. Maria hat zugleich Gott geglaubt, dass er seine Verheißung wahrmacht. Maria war gehorsam von Hören. Sie hat alles in ihrem Herzen bewahrt, darüber nachgedacht. Sie hat eins und eins zusammengezählt. Sie ist die perfekte Schülerin des Pädagogen, Pädagogos, wie es heißt, im Galaterbrief. Nicht nur der Tora, sondern vor allem des Schreibers der Tora, Gott selbst. Und so ist Maria selbst nach Jesus zum ersten Menschen dieser neuen Schöpfung geworden. Sie ist die Tochter, die erste, die Abba sagen kann, die zu diesem neuen Bund gehört, die vom Gesetz zum Glauben übergegangen ist, wie es Paulus auch beschreibt, in die neue heilsgeschichtliche Etappe. Könnten wir heute etwas zu den Galatern sagen, damit sie der Versuchung einer Rejudaisierung nicht erliegen, würden wir auf Maria verweisen. Weil das, was Paulus beschreibt, sich eigentlich mit der Person Mariens am besten eigentlich veranschaulichen lässt. Sie ist das perfekte Vorbild beim Überschreiten der alten heilsgeschichtlichen Phase hinüber zur neuen. Sie ist ja Teil des alten Bundes, sie gehört noch dem Volk Israel an, wird aber eben zur Tochter des neuen Bundes, zur neuen Eva, zur ersten Frau dieses neuen Bundes. Maria hat den Herrn in diese Welt gebracht. Sie hat ihn hineingeboren. Danken wir Gott für unsere himmlische Mutter, dass sie das getan hat, denn sie ist nicht nur die Mutter Gottes, sondern sie ist auch zu unserer Mutter geworden. Sie stand unter dem Kreuz, Johannes 19, und Jesus hat ihr Johannes als ihren Sohn gegeben und Johannes seiner Mutter anvertraut, gesagt, dass siehe deine Mutter.
Und darin hat er nicht einfach nur etwas getan, was einmalig historisch eben geschehen ist, also dass er sich gesorgt hat darum, dass seine Mutter, die dann natürlich als Witwe dann auch noch ihren Sohn verliert, ihren einzigen Sohn, dass sie nicht alleine bleibt, sondern er hat gleichsam damit uns seine Mutter zur Mutter gegeben, anvertraut. Wir stellvertretend, wir repräsentiert in diesem Jünger, den Jesus liebt, Johannes. So hat es die Kirche von Anfang an verstanden und so dürfen wir unsere liebe Mutter Maria wirklich unsere Mutter nennen, dass sie auch unsere Mutter ist und sie hilft uns, ganz in das Herz Christi vorzudringen, weil sie alles erwogen hat in ihrem Herzen, darüber nachgedacht hat und alles verstanden hat in der Tiefe. Sie hat das begriffen und mit ihrer Hilfe können auch wir diese Haltung erlernen und immer intimer mit Christus werden, immer mehr eins werden mit ihm, ihn erkennen, indem auch wir alles, was geschieht in unserem Herzen, aufbewahren und darüber nachdenken. Das war's mit den Lesungen. Ich wünsche Ihnen den Segen Gottes, wie gesagt, für dieses neue Jahr, das wir auch wieder gemeinsam begehen werden. Beten wir füreinander und miteinander auf die Fürsprache unserer lieben Mutter Maria, dass wir wirklich auch in diesem Jahr, dieses Jahr wieder mit Gottes Segen begehen, dass er uns die Kraft gibt für alles, was auf uns zukommt und dass wir nie vergessen, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Christi, egal was geschieht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.